So, heute ist Samstag. Wie geht's dir denn nach dem Aufstieg, Karin? Wieder topfit. Kein Muskelkater? Kein Muskelkater. Mhm. Selbst überrascht. Zu neuen Taten bereit. Aha. Was sagt Lars? Fit? Immer dieses frühe Aufstehen. Das ist kein Urlaub. Ja, so eine Tour ist anstrengend, ne? Ich schlafe gleich im Auto. Na gut. So, Saman, wo geht's hin heute? Ja, heute ist der letzte Tag unserer Reise. Heute fahren wir Richtung Elefant und Weißenfels. Und dann schauen wir alles, was da gibt. Elefanten waschen, alles, was wir da anschauen können. Also in da, ja. alles, wenn sie reiten wollen, ist es auch da. Und dann nachher fahren wir Richtung Negamburg. Okay. Die Strandhotel. Ja. Und dann übermorgen. Nee, morgen geht's nach Hause. Morgen? Morgen, Sonntag. Ja, morgen. Klar. Morgen geht's nach Hause. Okay, danke. Tschüss. So, wir sind jetzt in Pinavela. Und der erste Elefant läuft einen Meter an mir vorbei. Jetzt hier die Touristeneinkaufsstraße entlang. Tja. Tja. Komisches Gefühl, wenn so einer auf einen zukommt. Vertrauen wir mal, dass er mal gut den im Griff hat. Auch nicht so sofort zum Eichel besser Platz. Ja. Und weil es so schön war, noch einer hinterher. So, jetzt ist gerade Badetag. Hier in Pinavela. Fluss. Das ist ein sehr schönes Bild. Und es riecht so ein bisschen nach Elefantendunkel hier. Also, die müssen ja auch mal. Ja, hat man auch was gesehen. Ja.
wollen wir mal hoffen, dass der Elefant, der direkt zu meinen Füßen hier rumsteht, als einziger angekettet ist, sich noch meine Schuhe klaut. Der Russe kommt uns hier immer ziemlich nah. Pinnavela 2013. Und irgendwie so richtig bahnen wollen sie heute alle nicht. Naja. So, unser Elefant hier an den Füßen, der ist jetzt so nah, dass ich eigentlich mit dem Fuß bei ihm auf den Rücken aufsteigen könnte, wenn ich das wollte. Aber irgendwie habe ich Respekt vor diesem Tier. Der ist schon gewaltig, wenn man so einen Elefant aus nächster Nähe sieht. Lars meint, er hätte eine coole Frisur. Also wenn mein Schuh gleich weg ist, dann ist er weg. Ich weiß nur nicht, ob er den Schuh so gerne mögen würde. Der riecht doch schon ein bisschen. Ich glaube, dieser Elefant muss seinen dicken Kopf von gestern auskurieren. Auf jeden Fall kommt es mir so vor. Er bewegt sich nicht und pennt. Und ist müde. Oh. Es hat auch mal ein Elefant im Fluss geschissen. Die Färbung ist gleich eine andere. Ja, die anderen hauen schon ab. So, und jetzt wird doch noch gebadet. So, Elefantensex mit Rüssel in die Möse. Wunderbar. Das ist auch ein kleines Ferkel hier vorne. Jetzt tut doch noch so, als wenn nichts gewesen wäre, ne? Ja? Dieser kleine Elefant, der ist doch ganz schön angriffslustig hier. Vertreibt da den Großen, ich fass es nicht. Ist Kung Fu Elefant oder was ist das? Ja, jetzt kommt der Mahut mit seinem Stock. Und siehe da, die Elefanten folgen. Unglaublich.
So, einmal an die Milchbahn. Elefantenmilch soll ja sehr gesund sein. Nehmen die Bananen. Kommen aus dem Wasser. Jetzt geht's über diese kleine Einkaufsstraße zurück ins Elefantenwaisenhaus. Und wie man sieht, auf das Signal der Maut reagieren die Elefanten sofort. Das ist Farbfassung, das ist schon ein Erlebnis. Oh, wir folgen der Elefantenherde durch die Einkaufsstraße. So, die sieht das gerade beschmeckt, das hat gehabt, sie geht das Kamera gerade, weil sie das da ist. Die Einkaufsstraße ist ja gut besucht. Vor allen Dingen von Elefanten. 1.800. Er musste erst scheißen. Warum bleibt er stehen? Tja.
So ist das, wenn Bus und Elefant sich begegnen. Oh, noch ein schönes Köln, wunderbar. So, ich habe es Hermann nicht geglaubt. Wir haben 5 Tage darüber gesprochen und er hat immer behauptet, auf Sri Lanka gibt es rote Bananen. Ich habe es nicht geglaubt. Hier ist der Beweis. Rot, die Grünen, die Gelben. Sag mal, unsere Reise ist zu Ende. Es ist Zeit, mit einer Träne im Auge Adieu zu sagen. Wie sagt man eigentlich hier auf Sri Lanka? Was? Auf Wiedersehen. Ayubovan sagen wir. Ayubovan. Ayubovan, okay. Karin, hat dir die Rundreise gefallen mit Saman? Die Rundreise hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eine 6,0 bei TripAdvisor? Absolut. Okay. Nicht zu beanstanden. Gut. Jetzt fragen wir nochmal Lars. War alles super, perfekt geworden. TripAdvisor-Bewertung? 6,0. 6,0, okay. Ich bin jetzt leider hier nicht im Bild. Ich schließe mich dem an. Und jetzt würde ich sagen, mit einem Blick nochmal auf Saman Fernando, Ayubovan. Ayubovan, wir sagen so, das heißt, ich wünsche euch langes Leben. Ja. Das kann man immer sagen, morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, immer kann jeder sagen. Okay, dann nehmen wir jetzt unseren Abschiedsdrink. Saman, Zeit mit dir war schön. Letzter Wunsch auch noch in Erfüllung gegangen. Sri Lankesen, ein Gangnam-Style. Da habe ich ja nun gar nicht mehr mitgerechnet. Karin, nach der zweiten Cola am letzten Abend. Und wie war's in Sri Lanka, Karin? Yippie-yay! Was ist denn das hier in Sri Lanka, Lars? Es ist noch nicht vorbei. Achso. Ja, morgen haben wir ja noch, ne? Ja, der ist auch noch da. Ja, das stimmt. Yippie-yay. Yippie-yay. Wie fandest du denn den Urlaub? Ich muss ganz ehrlich sagen, hat alles geklappt. Ich wurde von keinem Leoparden gefressen. Ich habe keine Schlange gebissen. Ja. Bier schmeckt auch. War schon okay. Also, let's party! Sri Lanka 2013! Ja!
verabschiedet sich jetzt auch. Sri Lanka 2013 war ganz schön. Heute ist es auch noch da. Jetzt geht's von Hause. Die ich verloren habe, wir machen bald. Naja, Prost. So, das war Sri Lanka 2013. Wie wir sehen, die Menge am Strand jubelt, dass wir endlich verschwinden. Wie fandest du es, Lars? Ja, wir haben das Land sicher gemacht. Genau. Karin? Viel gesehen, viel erlebt. Die Tage sind jetzt nur leider vorbei. Jetzt geht's wieder nach Hause. Koffer sind gepackt. Auf zu Hause freuen wir uns. Mein Gott, die Jubelstürme da hinten nehmen gar kein Ende, dass wir verschwinden. Ja, denn, tschüss, Sri Lanka.